als aussterbende Art. Im Eishockey gibt es dann ein wirkliches Wort dafür. Im Fußball würde man sagen, ist ein Straßenfußballer. Der ist mit allem Wasser gewaschen, spielt frech von der Leber weg, hält sich vielleicht auch nicht immer an die taktischen Vorgaben, die der Trainer haben will. Speziell durch sowas kreiert er halt Momente, die ihr Spiel in Richtung drehen können. Ich denke, das wird es in Zukunft nicht mehr so häufig geben. Und mein Bruder war definitiv einer von denen. Was ihn für mich wirklich ausmacht, ist, dass er nie seinen Mund gehalten hat. Und dass er geradeaus war und ganz oft auch das gesagt hat, was ihm gerade einfällt. Für mich war es halt auch immer so, dass er halt auch in jungen Jahren halt einfach ein, zwei Schritte vor schon war und wusste, wo was passiert auf dem Eis. Wenn die Scheibe jetzt zu mir kommt, weiß ich schon, der ist da und da passiert das. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass er so, nicht falsch verstehen, aber diese Fuck-You-Attitude halt hatte und sagte, ja, jetzt zocke ich den aber noch durch die Beine aus und dann spiele ich ihn halt dann rüber. Und das hat halt bei ihm halt auch meistens immer funktioniert. Und wir hatten ja damals auch unsere große Zeiten, sag ich mal, wo PlayStation ganz groß im Rennen war und wo wir, keine Ahnung, irgendwelche Call of Duty-Spiele mit der letzte Mann muss es regeln. Das war dann meistens Buschi und Buschi ist dann reingegangen und wir haben alle zugeschaut und Buschi hat dann, weiß ich nicht, dann fürs Team dann sechs andere abgemurkst und hat dann gesagt, ja passt schon, ich mach das schon, Jungs. Also du hast das in so vielen Situationen damit, denen du erlebt hast, ja einfach. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er irgendwo mal aufgeregt war oder sonst irgendwas. Dass er nicht alles unbedingt erreicht hat oder alles gewonnen hat oder jedes Ding reingeschossen hat. Aber dieser Mindset, diese Einstellung von ihm, die kenne ich nur so. Das ist heute nur so, wenn ich mit ihm quatsche. Eishockey war sein Style, dass Florian Busch stets alle auf dem Eis mit einbezog, seine Ausdrucksform. Der Akteur mit der Nummer 26 betrachtete das Spiel als Spiel und sah es deswegen zumeist anders als die anderen. Und ich war Buschi so immer der Joker halt. Der dann immer noch mal ein bisschen extra, wo du gesagt hast, ja, dann weißt du, auf der einen Seite, ich weiß nicht, welches Jahr das war, oder was, da haben sie das zum Playoffs, hat er dann verschlafen, hat dann Weckergeschenk gekriegt. Ich weiß gar nicht, wer dann damals bei Sky moderierte, Herr Buschi, wir schenken den Wecker, ist aber trotzdem Spieler des Spiels geworden. Und solche Geschichten hat man ihm dann ja auch immer, Gott sei Dank, durchgehen lassen. Und die Verantwortlichen haben, denke ich, auch schnell erfahren, ja, wir lassen das mal laufen, weil so funktioniert er halt. Und jetzt mit ihm dann jeden Tag die gleiche Scheiße, da erzählt jetzt musst du in den Kraftraum und jetzt laufen wir nochmal 20 Kilometer um den See, das wäre, glaube ich, mit ihm kontraproduktiv gewesen. Aus großem Talent folgte große Verantwortung und so war Florian Busch trotz 7 gewonnenen deutschen Meistertiteln, Länderspielen, der Teilnahme an Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen stets darauf bedacht, nicht sich, sondern die anderen in den Fokus zu spielen und zu stellen. Wenn ich mir erzählte, dass der also Buschi, du bist so super Typ und wir feiern dich alle so und du bist heute bei Markus Lanz eingeladen oder bei TV Total oder sonst irgendwas, der hätte wahrscheinlich, so wie ich ihn kenne, erstmal so, ah nee, du passt. Schick einen anderen hin. Ich denke nie, dass er so der Typ war, der sich da unbedingt im Scheinwerferlicht da irgendwie gesäumt hatte, sondern er wollte einfach nur sein Ding machen, Spaß dabei haben und nicht unbedingt da voll im Spotlight sein. Das war nicht so seins, wie ich ihn kenne. Dass der Offensivakteur, der seinerzeit in der Finalserie 2008 in der Verlängerung das meisterschaftsentscheidende Tor gegen die Kölner Haie erzielte, trotzdem ein Wortakrobat an den wartenden Mikrofonen der journalistisch tätigen Menschen gewesen ist, erfreute die Zunft und die Zuschauer, wenngleich diese Ausdrucksform natürlich ehrlich, vielleicht aber auch wiederum mannschaftsschützend gewesen ist. Ich muss zu meiner Scham gestehen, dass ich selten Interviews gesehen habe von meinem Bruder und wenn, dann nur die aufgezeichneten, weil es hieß, das muss da sein, das ist witzig. Ja, also mein Bruder ist halt, mein Bruder, der versteht sie nicht. Ja, der ist authentisch und echt und der wird jetzt nie mit irgendwelchen dämlichen Floskeln kommen, womit halt alle mittlerweile kommen, weil es aus Selbstschutz hauptsächlich, vermutlich. Aber im Endeffekt ist er da, hat er da Verwandten mit dem Thomas Müller vom Fußball, der halt auch eher auf die witzige Art kommt. Anfang der 2000er Jahre, als sich die Hauptstadt abermals im Umbruch befand, machte sich also einst ein Junge aus Bayern auf nach Berlin und fand dort Anklang, weil er Dinge tat, die man so von ihm vielleicht nicht erwartet hatte. In Düsseldorf nach dem Finale, wo ich über die Bande geklettert bin und dann im Kabinengang stand, als wir Deutscher Meister geworden sind, hat er mir seinen Schläger geschenkt.
weil ich plötzlich im Kabinengang stand. In 669 absolvierten DEL-Spielen erzielte Florian Busch 130 Treffer und verzeichnete 275 Assists. Er selbst ist als Teil des goldenen 85er-Jahrgangs ein personifizierter Rekordmeister der deutschen Eishockeyliga. Die Lust am Spiel war stets Grundlage für die Lust am Sein. Und so stehen Erfolg und Menschsein am Ende der sportlichen Laufbahn des Jungen aus Miesbach im Einklang miteinander. Vielleicht hat ja noch jemand die Frage gestellt, will der überhaupt oder wollte er überhaupt NHL spielen oder war er genau da, wo er sein wollte, mit all den Freiheiten, die er gehabt hat, für so eine NHL-Karriere oder noch mehr, Also wir sprechen da über einen Prozentbereich oder Promillebereich, der da, weiß es nicht. Ja, also das ist das, man überlegt ja auch seine eigene Karriere ab und zu, wer mehr bringt gewesen. Ja, vermutlich, bei jedem ist doch irgendwie immer irgendwie mehr drin, weil man könnte ja noch professioneller, noch mehr trainieren und noch und noch und noch. Ja, aber Leben gibt es halt auch noch. Ich hoffe, er hat viel Spaß dabei gehabt und soweit, wie ich die Zeit mit ihm verbracht habe, hat er viel Spaß gehabt und ja, war halt auch sehr erfolgreich dabei. Ne? Also 7 Meisterschaften und als ich glaube, mit 20 nach Turin zu Olympia und weiß ich nicht, wie viele Weltmeisterschaften. Aber ich glaube, das ist ihm jetzt halt auch nicht so wichtig, ne? Wo ich aber danach stehe und sage, oh, ich ziehe einen Hut und er sagt, das ist doch scheißegal. Obwohl insgeheim denkt er wahrscheinlich, ja, das war schon geil. Eine Überraschung steckt ja immer in ihm drin, so sagen es die, die ihn kennen. Eishockey ohne Florian Busch bleibt aber in seiner Gesamtheit nur allzu schwer vorstellbar. Ich sehe meinen Bruder nicht in der Managementfunktion. Was ich hoffe, oder für den Nachwuchs, dass er mal was im Nachwuchs macht. Ja. Und das wäre dann was für, keine Ahnung, 10- bis 15-Jährige. Da sehe ich meinen Bruder sehr gut, weil der ist ein totaler Kindernah. Also ich kann es sagen, ich habe 2 Kinder und wenn mein Bruder da ist, dann ist mein Bruder das größte Kind von allen. Ja, aber sie haben einen riesen Spaß und also ich meine, wer könnte Kinder das wissen oder so besser vermitteln als einer wie mein Bruder. Ja, also der wäre absoluter Gewinn für jeden Verein, wo er auch dann immer arbeitet. Miesbach wird sich anbieten wahrscheinlich, weil er in Laufweite vom Einsteiger wohnt auch noch. Aber das muss er entscheiden, ob er da Bock drauf hat. Ich habe ihn schon mal gefragt und ich glaube, er ist nicht abgeneigt. Ja, also ich hoffe es tatsächlich, dass er dann mal Trainer macht. Kann ich dann ein Grußwort senden eigentlich an ihn? Ja, bitte, send ein Grußwort. Buschi, ich hoffe, du nimmst mir nicht übel. Ich habe einen Augustiner, keinen Tegernseher. Edmund, auf eine geile Karriere. Hoch die Tassen. War schön. Diese indirekte Verehrung von Buschi ging so weit, wir waren ja öfter auch in Tegernsee und da ist ja Buschi geboren, in dem Krankenhaus. Und ich hatte ja mal Familie, also eine Freundin in Tegernsee. Und dann habe ich den Jungs bei den Eisbären erzählt, also beim also Hockey, dass das Krankenhaus also nicht mehr steht, sondern dass da ein Parkplatz ist. Und dann haben wir ja mal andächtig, als wir alle zusammen in Tegernsee waren, haben wir auf diesem Parkplatz quasi dem halt Geburtsort von Buschi gehuldigt, weil da das Krankenhaus mal gestanden hat. Also deswegen, ich kann mir das mit Miesbach ganz gut vorstellen, nur halt die spielen dritte Liga, vierte Liga, keine Ahnung, ne? Ist ja da irgendwo halt im Landkreis.